Okidoke. Dann kommen wir zum nächsten Thema der Vorlesung. Und das ist die multivariate Varianzanalyse. Und dazu will ich zunächst nochmal ein paar Vorbemerkungen machen. Also ich habe Ihnen hier noch einmal eine andere Übersicht von Datenanalyseverfahren mitgebracht, als die, die wir letzte Woche angeschaut haben. Und zwar haben wir also hier so eine Tabelle mit drei Spalten. Und in der ersten Spalte haben Sie die Anzahl der Gruppen. In der ersten Spalte haben Sie die Anzahl der Gruppen, von denen Sie im Rahmen Ihres psychologischen Experiments Daten erhoben haben. Das heißt entweder eine Gruppe, zwei Gruppen oder mehr als drei Gruppen. Und in der mittleren und der rechten Spalte finden Sie dann ein passendes Datenanalyseverfahren für univariate abhängige Variablen bzw. multivariate abhängige Variablen. Wenn wir also den Fall haben, dass wir eine Variable gemessen haben von einer Gruppe von Probanden oder Teilnehmerinnen unseres Experiments, dann ist das dafür passende statistische Testverfahren der Einstichproben-T-Test. Ja? Sie wissen, mit dem Einstichproben-T-Test können Sie testen, ob der Erwartungswert hinsichtlich einer Variable für eine Gruppe von Personen von einem a priori bestimmten Wert abweicht oder von Null abweicht. Ja? Das klassische Beispiel wären hier also so Reaktionszeitdifferenzen zwischen zwei experimentellen Bedingungen oder irgendein Fragebogenscore Pre- und Post-Treatment. Und da wären Sie dann zum Beispiel daran interessiert, unterscheidet sich die Variable im Erwartungswert von Null, ja? Um dann, falls das der Fall ist, zu schließen, ja, es hat einen Unterschied gegeben zwischen den experimentellen Bedingungen oder von Prä- zu Post-Treatment. So, wie wir bereits aus der ersten Seminarsitzung wissen, gibt es ein Analogon zum Einstichproben-T-Test für multivariate abhängige Variablen. Das ist der Einstichproben-T-Quadrat-Test. Mit dem Einstichproben-T-Quadrat-Test können Sie also testen, ob sich zwei Erwartungswert-Vektoren von multivariaten, gemessenen Variablen voneinander unterscheiden. Entschuldigung, ob sich der multivariate Erwartungswert einer Gruppe von einem a priori definierten Wert oder von Null unterscheidet. Falls Sie sich ja noch an die erste Seminarsitzung erinnern, da war unser Beispiel, dass wir also Delta BDI und Delta GLU gegen einen Therapieerfolgsnormwert getestet haben. Also gegen einen Wert, von dem wir glauben, dass er normalerweise bei einer Therapie rauskommt, und dann wollen wir wissen, ob unsere Intervention besser oder schlechter funktioniert. So, dann kann es natürlich der Fall sein, dass Sie Daten von zwei Gruppen von Personen erheben und dass Sie diese beiden Gruppen miteinander vergleichen wollen. Und dann sind wir beim Zwei-Stichproben-T-Test. Ja? Könnte also sein, dass Sie zum Beispiel eine Gruppe von Patienten, Patientinnen betrachten und eine Gruppe gesunder Kontrollen. Und dann wissen wollen, unterscheiden die sich hinsichtlich einer bestimmten Messvariable. Das Analogon dazu für multivariate Analyse ist der Zwei-Stichproben-T-Quadrat-Test, den wir hier nicht behandelt haben, den Sie aber vermutlich erahnen können, wenn Sie an das denken, was wir in der ersten Seminarsitzung gemacht haben. Gut, jetzt kann es natürlich sein, dass Sie mehr als zwei Gruppen in Ihrer Studie gemessen haben. Ja? Also im Fall von einer klinischen Studie könnte es zum Beispiel sein, dass Sie zwei Treatment-Gruppen miteinander vergleichen, Therapie 1, Therapie 2, und zusätzlich noch eine dritte Gruppe haben, denen Sie kein Treatment verabreichen, die also für Sie dann eine Kontrollgruppe darstellen, um zu sehen, um darauf zu schließen, was passiert relativ zu, wenn man gar nichts macht. So, darauf beziehen sich die Zeichnungen, die Sie hier an der Tafel sehen. Ja? Also, einfaktorielle Varianzanalyse wäre also das Szenario, das Sie haben, wenn wir hier mindestens drei Gruppen haben und wir eine abhängige Variable gemessen haben
Und was wir dann wissen wollen, ist, ob sich die Erwartungswerte dieser drei Gruppen hinsichtlich der gemessenen Variable voneinander unterscheiden. In der Stichprobe werden sie sich immer voneinander unterscheiden, aber wir wollen natürlich wissen, ob sie sich relativ zu dem Rauschen, was in den Daten sowieso ist, signifikant voneinander unterscheiden. Und dafür benutzen wir inferenzstatistische Verfahren. So. Das multivariate Analogon zur einfaktoriellen Varianzanalyse ist die einfaktorielle multivariate Varianzanalyse oder einfaktorielle MANOVA, wie ich im Folgenden kurz sagen werde. So, wir sind also hier jetzt in der dritten Spalte, dritte Zeile dieser Tabelle und das ist das, was wir uns heute anschauen werden. Dazu habe ich auch einmal Ihnen hier so eine Zeichnung angemalt. Wir haben also hier das Beispiel, dass wir zwei Variablen gemessen haben, die werden jetzt hier y1 und y2 genannt und dann ist die dafür passende Visualisierung eben nicht so ein Balkendiagramm oder Punktdiagramm oder Errorbars, sondern dann haben wir hier die Visualisierung der multivariaten Deskriptivstatistiken, wie wir sie auch später nochmal sehen werden. Das heißt, wir haben immer so ein Stichprobenmittel, was hier als Punkt dargestellt ist und eine Ellipse, die die Stichproben-Kovarianzmatrix andeutet. Der Unterschied zwischen der multivariaten und der univariaten Analyse wird hier sein, dass wir im univariaten Fall annehmen, dass jeder Datenpunkt einer univariaten Normalverteilung mit einem unbekannten Erwartungswert und einer unbekannten Varianz folgt, während im multivariaten wir annehmen, dass der Zufallsvektor, also jeder Datenpunkt als Zufallsvektor, einer multivariaten Normalverteilung folgt mit unbekanntem Erwartungswert und Kovarianzmatrix. Gut. Bevor wir jetzt damit weitermachen, noch eine kurze Randbemerkung. Sie wissen vermutlich aus Ihren Bachelor-Lehrveranstaltungen, dass es auch, dass man auch mehrere Faktoren in einem experimentellen Design haben kann. Ja, also das heißt, dass es mehrere Variablen gibt, die Ihre Studienteilnehmer in Gruppen partitionieren. Jetzt ein einfaches Beispiel zu machen, könnte man sich denken, Sie haben eine Studie mit zwei Faktoren. Einer ist Schüler versus Studierende und einer ist männlich versus weiblich. Dann hätten Sie also eine 2x2 ANOVA, das heißt eine zweifaktorielle Varianzanalyse mit zwei Faktoren, die jeweils zwei Level haben. Und das ist hier unten in der letzten Zeile angedeutet. Natürlich kann man auch die MANOVA dann auf mehr Faktoren auswerten. Das heißt, es gibt auch eine zweifaktorielle MANOVA, die werden wir jetzt heute in der Vorlesung nicht behandeln, aber vermutlich, wenn Sie sich an die Theorie der zweifaktoriellen Varianzanalyse erinnern und mit dem, was Sie heute lernen, fällt dann die Generalisierung leicht. Das heißt, man versteht dann, dass es einerseits multivariate Daten sind, die man untersucht und dass es dann Haupteffekte und Interaktionen gibt, wie auch in der zweifaktoriellen Varianzanalyse. Gut. Wir werden uns also zunächst mal das Anwendungsszenario der einfaktoriellen MANOVA anschauen und dann das statistische Modell, das dem Ganzen zugrunde liegt, formulieren und zeigen, wie die Parameter dieses Modells geschätzt werden können. Und dann haben wir einen längeren Abschnitt zur Modellevaluation, das heißt, wo wir schauen, wie im Rahmen dieses Modells Hypothesentests betrieben werden, welche inferenzstatistischen Verfahren benutzt werden, um die Nullhypothese gleicher Gruppenerwartungswerte zu testen. Gut, dann fangen wir an mit dem Anwendungsszenario. Und die Frage ist also hier, welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit man das Analyseverfahren der einfaktoriellen MANOVA anwenden kann. Also das sind folgende Bedingungen. Einerseits benötigen Sie zwei oder mehr Gruppen experimentelle Einheiten. Diese experimentellen Einheiten sind in der Regel Personen, also Studienteilnehmer, Studienteilnehmerinnen, mit der Datendimension m größer 1. Ja? Datendimension m größer 1 heißt, dass Sie Zufallsvektoren messen. Vektoren heißt, dass Sie mehr als einen Eintrag haben, sonst wären es Skalare. Und in unserem Fall, das wir hier gleich betrachten werden, ist m gleich 2. Ja, also wir messen zwei Variablen von jeder Person in dieser Studie. Wir gehen dann weiterhin davon aus, dass wir für alle diese Datenpunkte unabhängig und identische Normalverteilungen
mit dem Erwartungswertparameter μi und der Kovarianzmatrix Sigma annehmen. Mit anderen Worten, wir gehen davon aus, dass es einen gruppenspezifischen Erwartungswertparameter gibt, μi. Die Studiengruppen können sich anhand ihrer multivariaten Erwartungswerte voneinander unterscheiden, dass die aber alle dieselbe Kovarianzmatrix haben. Wobei natürlich diese Parameter, die Gruppenerwartungswerte und der Kovarianzmatrixparameter Groß Sigma, unbekannt sind. So, wir gehen jetzt davon aus, dass wir daran interessiert sind, die Nullhypothese gleicher Gruppenerwartungswerte inferenziell zu testen. Ja? Also das heißt, die Hypothese, dass in Wahrheit alle diese drei Gruppen beispielsweise aus einer Verteilung stammen, die denselben Erwartungswert hat und das nur aufgrund des zufälligen Rauschens und des Samplings und der Generierung einer endlichen Zahl von Realisierungen dieser Zufallsvektoren sich die tatsächlichen Stichprobenmittel unterscheiden. So, wenn Sie jetzt dieses Anwendungsszenario hier betrachten, sehen Sie vermutlich, dass man das auf zwei Arten und Weisen betrachten kann. Ja? Einerseits ist das die Verallgemeinerung der einfaktoriellen Varianzanalyse für den Fall, dass wir mehr als eine Datendimension haben. Das heißt, wir verallgemeinern von hier nach hier. Andererseits kann man es auch so sehen, dass es die Generalisierung des Zwei-Stichproben-T-Quadrat-Tests auf mehr als zwei Stichproben ist. Ja? Also zum Beispiel in einem Fall, wo wir hier nur zwei Studiengruppen hätten, könnten wir einen Zwei-Stichproben-T-Quadrat anwenden. Wenn wir aber mehr als zwei Gruppen haben, müssten wir ganz viele paarweise Tests machen. Und um diese vielen paarweisen Tests zu vermeiden und ein inferenzstatistisches Verfahren durchzuführen, bedienen wir uns also der einfaktoriellen Manöver. Kurzer Hinweis, Sie haben vielleicht jetzt hier bemerkt, dass meine Folien leicht widersprüchlich sind, weil auf der Folie eben gerade stand p größer gleich 3 und hier steht jetzt 2 oder mehr Gruppen. Warum ist das so? Also der Grund dafür ist, dass Sie natürlich, wenn Sie nur zwei Studiengruppen haben, ein Zwei-Stichproben-T-Test oder Zwei-Stichproben-T-Quadrat-Test durchführen können. Allerdings verallgemeinert ja die ANOVA oder die MANOVA dieses Szenario. Das heißt, Sie könnten auch im Falle von zwei Studiengruppen eine MANOVA anwenden und die würde dann theoretisch zu den gleichen Ergebnissen führen wie der Zwei-Stichproben-T-Quadrat-Test. Okay, unser Anwendungsbeispiel hier wird durchgängig Folgendes sein. Wir betrachten also so ein Beispiel aus der Psychotherapieforschung, also wir betrachten eigentlich immer das gleiche Beispiel aus der Psychotherapieforschung, in dem wir drei Therapiegruppen haben, Face-to-Face, Online und Waitlist Control. Wobei also die Idee ist, dass Face-to-Face eine Gruppe von Personen ist, die eine Psychotherapie in Präsenz erhalten. Online ist eine Psychotherapie übers Internet, also per Videocall oder dergleichen. Und Waitlist Control ist eine Wartegruppe von Personen, die keinerlei Treatment erhalten, aber idealerweise dieselben Voraussetzungen haben wie die Personen der anderen Studiengruppen. So, und wir erheben von allen Personen dieser drei Gruppen zwei Variablen, nämlich Delta BDI, das heißt die Veränderung des Beck Depression Inventory von vor zu nach dem Treatment, wobei bei der Waitlist Control Group natürlich kein Treatment erfolgt, sondern dort einfach Zeit verstreicht. Und Delta Glu, das heißt die Veränderung von beispielsweise Glucocorticoid-Leveln im Blut, prä- zu post-Treatment. Ja? Das heißt, wir erhalten also zwei Differenzwerte, die dann die beiden Einträge unseres Zufallsvektors bilden. Und wir wollen wissen, was ist die multivariate Verteilung dieses Zufallsvektors. Gut. Da wir hier eine einfaktorielle Manöver machen, werden wir dann die Nullhypothese testen, dass alle Gruppenerwartungswerte gleich sind. Also μ1 gleich μ2 gleich μ3. So. Wir haben hier zu diesem Anwendungsbeispiel auch einen Beispieldatensatz. Der ist hier einmal ausschnittsweise angegeben. Das sind natürlich keine realen Daten, sondern simulierte Daten, aber nur zur Illustration.
Wir haben also hier in der ersten Spalte zunächst mal sowas wie eine Probanden-ID. In der zweiten Spalte steht dann die Studiengruppe Face-to-Face, Online, Weightless Control, wobei jeweils nur die ersten 5 Personen jeder Gruppe hier aufgelistet sind. Und dann haben wir in der dritten Spalte den Delta-BDI-Wert. Das ist ganzzahlig. Der BDI ist, wie Sie wissen, ein Fragebogen, der einen bestimmten Score ausgibt, der eine ganze Zahl ist. Und wenn wir 2 ganze Zahlen voneinander subtrahieren, erhalten wir wieder eine ganze Zahl. Und dann haben wir hier die vierte Spalte, Delta-GLU, in der wir dieselbe Differenz für Glucocorticoid-Plasma-Level haben. Und das ist dann hier auf eine Nachkommastelle gerundet. Gut. Hier sehen Sie jetzt so eine ähnliche Abbildung wie die, die ich versucht habe, an die Tafel anzumalen. Das heißt, wir visualisieren zunächst mal die multivariaten Deskriptivstatistiken, die wir letzte Woche kennengelernt haben. Wir müssen jetzt hier eine dreidimensionale Abbildung machen, ja, weil wir haben 2 abhängige Variablen, Delta BDI und Delta Q. Und dann haben wir ja auch noch die unabhängige Variable, die die Zugehörigkeit zur Studiengruppe angibt. Das ist jetzt hier versucht, mit so einem Farbschema wiederzugeben von grau, hellgrau über dunkelgrau bis schwarz. Und dann stehen die Punkte für die einzelnen Datenpunkte. Die leeren Kreise, ich weiß nicht, ob Sie das erkennen können, stehen für Stichprobenmittel. Und die Ellipsen sind also so Andeutungen der Stichproben-Kovarianz-Matrix. Das heißt, das sind wieder, wie gehabt, Isokonturlinien der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion. Wenn man die Stichproben-Kovarianz-Matrix in die multivariate Normalverteilung einsetzt. Ja? Also das wäre in diesem Fall eine bivariate Normalverteilung, aber wir arbeiten ja hier immer mit dem Modell der multivariaten Normalverteilung für beliebig viele Einträge eines Zufallsvektors. Gut, gibt es bis hierhin Fragen? Gut, das ist nicht der Fall. Dann machen wir weiter mit der Modellformulierung. Und wir beginnen jetzt damit, dass wir einfach mal das Modell der einfaktoriellen Manöver also in statistischer Terminologie hinschreiben. Dazu führen wir jetzt hier zunächst mal ein bisschen Notation ein. Also YIJ sei der m-dimensionale Zufallsvektor, der gemessenen Daten der J-ten Person in der I-ten Gruppe modelliert. Ja? Also I ist der Gruppenindex, I gleich 1 bis P, und J ist der Personenindex innerhalb der Gruppe, J gleich 1 bis NI. Demzufolge ist N die Gesamtanzahl der gemessenen Datenpunkte bzw. Zufallsvektoren. Jeder Datenpunkt ist ein Zufallsvektor. Und das ist die Summe aller NI von I gleich 1 bis P. Wenn wir also 3 Studiengruppen haben mit 10, 20 und 30 Teilnehmern, dann wäre N gleich 60. Ja? Gut, wir haben jetzt also hier die Datenpunkte YIJ. Und dann hat das Modell der einfaktoriellen Manöver die folgende strukturelle Form. YIJ ist gleich μI, also der Erwartungswertparameter der I-ten Studiengruppe, plus εIJ, Fehlerterm dieser spezifischen Person, wobei die εIJ unabhängig und identisch verteilt sollen sein, entsprechend einer multivariaten Normalverteilung, mit Erwartungswert Nullvektor und einer unbekannten, aber über Studiengruppen gleichen Kovarianzmatrix Sigma. Ja? Nur nochmal zur Klarstellung, wenn hier m gleich 2 ist, wie in unserem Anwendungsbeispiel, dann wäre YIJ ein zweidimensionaler Vektor, μI wäre ein zweidimensionaler Vektor, εIJ wäre ein zweidimensionaler Vektor und Sigma wäre eine 2x2-Matrix. Ja, also keine großen, riesigen Sachen,
sondern alles nur abhängig von der Dimensionalität der Daten. Gut. Aus dieser strukturellen Form folgt dann die Datenverteilungsform, das heißt, der Datenpunkt yij folgt einer multivariaten Normalverteilung mit dem Erwartungswertparameter μi und der Kovarianzmatrix Sigma. Ja, also Sie sehen, yij ist quasi eine additive Kombination des Gruppenerwartungswertes und eines Fehlerterms, sodass sich der Gruppenerwartungswert hier in die Verteilung der Fehlerterme hineinaddiert und wir dann das Ergebnis davon als Datenverteilung jedes einzelnen Datenpunkts haben. Okay, ich habe jetzt hier gesagt, dass die Gruppengrößen ni sind. Wir gehen jetzt im Folgenden der Einfachheit halber davon aus, dass alle Gruppen die gleiche Größe haben. Ja? Also Sie können natürlich eine einfaktorielle Varianzanalyse univariat oder multivariat sowohl, also auch mit unterschiedlichen Gruppengrößen durchführen. Das heißt, alle ni haben einen verschiedenen Wert, beispielsweise 10, 20 und 30 Personen. Wir werden jetzt aber hier annehmen, dass alle diese Gruppen die gleiche Größe haben. Und die nennen wir dann k. Also alle ni sind k. Das ist durchaus nicht unangebracht, diese Annahme, weil es häufig Studien gibt, in der sie, also häufig lesen Sie das im Paper, dass da sowas steht wie Age and Gender Matched Healthy Controls. Ja, das bedeutet dann, dass Sie erstmal eine Patientengruppe haben und dann eine genau gleich große Kontrollgruppe, die auch noch alters- und geschlechtsgematcht sind, relativ zur Patientengruppe. Da war eine Frage. Ja, Kovarianzmatrix, Sigma und Fehler, soll das dieselbe sein wie eine Zeile drunter? Sie meinen die hier? Ja. Das ist dieselbe Matrix, ja. Dieses Sigma ist dasselbe wie das. Ja. Warum ist das dieselbe? Also warum hat der Fehler dieselbe Kovarianzmatrix wie Naja, das folgt aus dem linear-affinen Transformationstheorem für multivariate Normalverteilung. Also, wir haben ja yij folgt, nein, Entschuldigung. Wir haben das yij folgt einer Normalverteilung mit dem Nullvektor und der Kovarianzmatrix. Und jetzt haben wir yij als linear affine Transformation von dem hier, μi plus yij. Und dann gab es so eine Aussage. Ja, ja, Sie erinnern sich? Wir haben das jetzt gerade. Okay. Soll ich das noch weiterführen für die anderen? Oder? Okay, also wir hatten, glaube ich, vor zwei Sitzungen, das habe ich schon wieder vergessen, wie man das griechische Xi schreibt, wir hatten vor zwei Sitzungen Folgendes aufgeschrieben: Wenn Xi einer multivariaten Normalverteilung folgt, dann folgt A mal Xi plus B auch einer multivariaten Normalverteilung mit den Parametern A mal μ plus B und A sigma A transformiert. Und hier haben wir jetzt einen sehr, sehr einfachen Spezialfall davon, nämlich dass hier vor dem Epsilon IJ eine Einheitsmatrix steht. Das ist hier der Zufallsvektor, ja? Nicht das. Das ist konstant. Das Epsilon IJ ist der Zufallsvektor. Das wäre also hier unser A, das wäre unser C und das wäre unser B, der konstante Vektor, der dazu addiert wird. Und wenn wir jetzt das hier anwenden, was hier steht, dann kommen wir darauf, dass der Erwartungswert Einheitsmatrix mal Nullvektor plus B ist, das ist B, und die Kovarianz ist Einheitsmatrix mal Kovarianz mal Einheitsmatrix transponiert. Einheitsmatrix und Einheitsmatrix transponiert sind Einheitsmatrix und verschwinden aus dem Produkt. Das heißt, wir erhalten die ursprüngliche Kovarianzmatrix und hier sollte ich jetzt nicht B schreiben, sondern I. Ja. Also das könnte man sagen, ist jetzt eine Konsequenz eines etwas trivialen Falls des linear-affinen Transformationstheorems, weil der Fall ist trivial, weil wir hier
gewissermaßen überhaupt gar nicht transformieren. Also zumindest multiplizieren wir nicht mit einer Matrix, sondern wir verschieben eigentlich nur um einen Vektor. Ja? Vielleicht verstehe ich es einfach nicht, aber ja. Es ist doch auch einfach gleich, weil die Fehler sind ja einfach die Streuungen vom Mittelwert aus, oder? Ja, das wäre so. Nee, das wäre die intuitive Umschreibung derselben Sache. Okay. Ja? Also Sie haben, wenn man das jetzt. Ich glaube, dass Sie an das Richtige denken. Sie denken von nicht so an so einen linearen Regressionskontext, wo wir x haben und hier y. Und dann stellen quasi, das ist die Linie ist die Vorhersage des Modells. Aber unsere Datenpunkte werden natürlich nicht alle auf der Linie sein, sondern mal darunter, mal darüber. Und die Fehler sind dann normal verteilt um den Mittelwert. Und das ist das intuitive Konzept, was hier auch dahinter steht. Ja, nur, dass wir hier keine kontinuierliche, unabhängige Variable haben, sondern eine diskrete. Gut, dann kommen wir zu den Parameterschätzern. Wir haben hier zwei unbekannte Parameter in diesem Modell, nämlich die μi's und das Sigma. Und die wollen wir schätzen. Und wir schätzen das μi mit μi-Dach, also dieses Dach über der Variable gibt immer an, dass das dadurch geschätzt wird. Ja. μi-Dach ist der Schätzer von μ. Und μi-Dach ist hier jetzt einfach das Stichprobenmittel der Eaton-Gruppe. Das heißt, wir schätzen den Erwartungswert der Eaton-Gruppe mit dem Stichprobenmittel der Eaton-Gruppe. Und die Kovarianzmatrix Sigma wird geschätzt mit Sigma-Dach. Und Sigma-Dach wird wie folgt berechnet. Wir nehmen jeden Datenpunkt yij, ziehen das Stichprobenmittel dieser Gruppe ab, yij minus yi-Dach, multiplizieren mit yij minus yi-Dach, ja, was wieder sowas wie ein Quadrieren darstellt. Das wird dann aufsummiert über alle Personen, aller Gruppen und dann wird das Ganze noch durch n minus p geteilt. Also Sie sehen, wir haben hier so eine Formel, die ganz ähnlich ist zu der, die Sie für die Stichprobenvarianz kennen. Ja? Also die Stichprobenvarianz wird geschätzt, indem man über alle Datenpunkte aufsummiert, yi minus y quer quadriert und dann wird das Ganze noch durch n minus 1 geteilt. Und hier wird das Ganze durch n minus p geteilt, weil wir p Studiengruppen haben, also in unserem Fall 3 Studiengruppen. Und daher haben wir 3 Mittelwerte entfernt und daher teilen wir durch n minus p. So, wenn wir die Schätzer so definieren, dann besagt das Theorem, dass μi-Dach ein unverzerrter Schätzer von μi ist und Sigma-Dach ein unverzerrter Schätzer von Sigma ist. Nochmal kurz zur Wiederholung, unverzerrter Schätzer bedeutet, wenn wir viele Realisierungen aus dem Modell generieren, mit denselben zugrunde liegenden Parametern μ und Sigma, und wir immer wieder die Parameterschätzer berechnen, dann entsprechen die Parameterschätzer im Erwartungswert den zugrunde liegenden wahren Parametern. Ja. Gut, also wie bereits gesagt, μi-Dach ist das Stichprobenmittel der Eaton-Gruppe. Und Sigma-Dach steht in Zusammenhang mit einer anderen Matrix, die wir gleich sehen werden, nämlich der Within-Group-Sum-of-Squares-Matrix, dahingehend, dass man also Sigma-Dach erhält, wenn man die Within-Group-Sum-of-Squares-Matrix mit 1 durch n-p skaliert. Wir werden das jetzt hier nicht beweisen, dass das tatsächlich unverzerrte Schätze sind. Man könnte dieses Theorem mit Hilfe einer Simulation validieren, ja, indem man genau das tut, was ich gerade eben schon gesagt habe. Man nimmt sich ein Modell der einfaktoriellen Manöver, legt bestimmte wahre Parameter, μ und Sigma fest, generiert dann immer wieder Realisierungen im Computer und berechnet die Parameterschätzer und schaut dann, ob der Durchschnitt der Parameterschätzer über alle Simulationen hinweg den wahren Parametern entspricht, die man festgelegt hat. Gut. Das sparen wir uns jetzt hier an der Stelle. Sie müssen also jetzt hier darauf vertrauen, dass dieses Theorem stimmt. Gibt es Fragen bis hierhin?
recht. Also ich glaube, die Vorlesungsmaterialien changieren da auch so ein bisschen. Also was ich jetzt hier gemacht habe, ist Matrixmutation. Ja? Zuerst Zeile, dann Spalte. Und wir hatten ja gesagt, unsere Datenmatrix ist eine M mal M-Matrix. Das heißt, in den Zeilen stehen die Variablen, in den Spalten stehen die Datenpunkte. So, aber jetzt ist manchmal hier eine andere Notation gewählt, wie Sie richtigerweise sagen, nämlich dass wir von Zufallsvektoren y1 bis yn sprechen, die m-dimensional sind. Ja? Und dann wäre das hier also der ite Zufallsvektor yi, und dann wären die Komponenten dieses Zufallsvektors yi Index 1 und yi Index 2. Ja. Also das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen der Matrix-Schreibweise mit Spalten- und Zeilenindex, oder Zeilen- und Spaltenindex besser gesagt, und der Doppelindex-Schreibweise, indem wir mit einem i den Zufallsvektor indizieren und dann mit einem weiteren Index am Index die Komponenten des Zufallsvektors. Gut, ich hoffe, das ist klar geworden. Noch eine Frage? Das ist natürlich schöner, wenn man das so techen würde, dass das J noch Subscript wäre von i. Auf welche Folie beziehen Sie sich? So sieht es genauso aus wie dieser Matrix. Ja, ja, richtig, aber das ist jetzt ein Unterschied. Hier ist jetzt jedes yij ein zweidimensionaler Vektor. Verstehen Sie? Also wir indizieren hier mit j nicht die Komponenten des Vektors, sondern wir indizieren mit j die Personen und mit i die Gruppen. Das heißt, jedes... Entschuldigung, das ist... Ja. Dann würde ich mal das hier unten weg. Yij für i gleich 1 bis p und j gleich 1 bis ni ist ein m-dimensionaler Vektor. Das heißt, jedes yij sieht so aus. Yij, erste Komponente, yij, mte Komponente. Hinaus oder? Ja. Also in unserem Fall hätten wir jetzt yij1 und yij2, wobei die erste Komponente Delta BDI und die zweite Komponente Delta GLU wäre. Ja. Aber ja, also grundsätzlich haben Sie recht, man kann immer alles schöner techen. Wir können gerne auch Vorschläge per E-Mail einsenden. Dann werden die berücksichtigt in den Folien nächstes Jahr. Okay, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann machen wir weiter mit der Modellevaluation. Und dazu auch zunächst mal ein kurzer Überblick. Also Sie können natürlich im Rahmen dieses Modells, was wir jetzt aufgestellt haben, verschiedene Hypothesen testen. Ja, Sie können theoretisch die Erwartungswerte aller möglichen Paare von Gruppen miteinander vergleichen. Gruppe 1 versus 2, Gruppe 2 versus 3, Gruppe 1 versus 3. Wenn man jetzt eine einfaktorielle Manöver durchführt und auch wenn man eine univariate, einfaktorielle Varianzanalyse durchführt, liegt der Fokus aber meist auf dem Testen der Nullhypothese, dass die Gruppenerwartungswerte gleich sind über alle Gruppen. Also dass μ1 gleich μ2 gleich μ3 gleich μ4 und so weiter bis μp ist. So, unter welcher Bedingung ist diese Nullhypothese falsch? Das heißt, was würde diese Nullhypothese falsifizieren? Bitte. Dass sich entweder ein Mittelwert unterscheidet von den beiden anderen oder dass sich alle unterscheiden, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, dass es... Was meinen Sie jetzt mit einem von den beiden? Eine der zwei Komponenten, ja?
Ja. Oder eine der Gruppen. Eine der Gruppen. Ich hasse jetzt an eine der Gruppen, also zum Beispiel, dass jetzt die Face-to-Face irgendwie die einzige ist, die signifikant mehr bringt als die Waitlist, aha, beziehungsweise die, ja, Online-Therapie, oder dass beispielsweise beide Online und Face-to-Face mehr bringen als die Waitlist-Therapie, mhm, aber man weiß am Ende nicht genau, was jetzt, oder? Mhm. Ja, richtig. Also Sie sprechen schon wirklich den Punkt an. Die Nullhypothese ist natürlich schon dann erfüllt, wenn zwei oder wenn eine von den dreien von den anderen beiden abweichen, ohne dass die anderen beiden voneinander abweichen. Ja? Und dann muss man irgendwie Post-Hoc-Tests machen, um herauszufinden, wo genau die Abweichungen liegen. Haben Sie vielleicht auch kennengelernt. Und wird manchmal auch von SPSS gleich ausgegeben. Aber bei der Multivariaten Varianzanalyse ist es noch schlimmer, weil wir zusätzlich zu den Gruppen mehrere Komponenten des Vektors haben. Ja, bitte. Also das sind ja Vektoren hier. Also richtig. 1 bis p. Also ja, reicht es dann aus, wenn sich ein Vektor in einer Position unterscheidet und andere, um die Nullhypothese abzulehnen? Richtig, genau. Das ist der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Also ich mache jetzt hier mal ein Zahlenbeispiel. Ja? Wir gehen mal zunächst davon aus, dass die Nullhypothese erfüllt ist. Das könnte der Fall sein, wenn μBDI und μGLU für alle drei Gruppen jeweils 4 und 1,5 ist. Das sind jetzt Zahlen, die ich mir ausgedacht habe. Und die Nullhypothese wäre schon dann falsch, wenn ein einziger Vektor in einer Komponente von den Werten der anderen Gruppen abweicht. Ja? Das ist deshalb wichtig, weil Sie aus dem Zurückweisen der Nullhypothese bei der Multivarianzanalyse nicht schließen können, dass sich die Gruppen in allen erhobenen Variablen voneinander unterscheiden. Ja? Also die Nullhypothese wird schon dann zurückgewiesen, wenn sich die Gruppen in einer der Variablen, zum Beispiel in Delta Gnu, voneinander unterscheiden. Das heißt aber nicht, dass sie auch einen Unterschied in Delta BDI aufweisen, beispielsweise. Und das ist hier versucht, in dem zweiten Stichpunkt auszudrücken. Also die Alternativhypothese wäre dementsprechend, dass es mindestens ein Paar IJ gibt, sodass μI und μJ sich in mindestens einer Komponente L unterscheiden, wobei L also von 1 bis M geht. Ja? Und um diese Nullhypothese bzw. die dazugehörige Alternativhypothese zu evaluieren, gibt es eine Reihe von Teststatistiken. Diese Teststatistiken haben gemein, dass sie auf dem basieren, was wir hier gleich als multivariate Quadratsummenzerlegung kennenlernen werden. Und auf Grundlage dieser Quadratsummenzerlegung kann man viele verschiedene Teststatistiken formulieren. Das ist auch ein weites Feld in der Literatur. Wir betrachten jetzt hier exemplarisch nur die Wilks-Lambda-Statistik, weil das eben die verbreitetste Statistik zur Quantifikation von Effekten in der multivariaten Varianzanalyse ist. Für die Wilks-Lambda-Statistik ist es so, dass teilweise die Verteilungen unter der Nullhypothese analytisch bestimmbar sind, also wir die exakten Verteilungen angeben können. Teilweise ist es allerdings nicht der Fall und dann können die Verteilungen der Statistik unter der Nullhypothese nur approximiert werden und nehmen die Gestalt von F-Verteilungen an. Okay, aber jetzt zunächst zu der multivariaten Quadratsummenzerlegung. Wir gehen hier wieder davon aus, dass wir also unsere Datenpunkte yij gegeben haben, wobei yij der jte Stichprobenvektor der iten Stichprobengruppe ist, innerhalb der einfaktoriellen Manöver. Und wir definieren weiterhin y quer, das Gesamtstichprobenmittel, das heißt den Durchschnitt über alle Datenvektoren von allen Gruppen, und yi quer, also das Gruppenstichprobenmittel der Iden-Gruppe, also der Durchschnitt über die Datenvektoren yij, wobei das i auf einen Wert festgehalten ist. Gut, Gesamtstichprobenmittel, Gruppenstichprobenmittel. Dann definieren wir drei Matrizen. Diese Matrizen heißen T, B und W. Und die haben alle hier, so wie Sie sehen, eine sehr ähnliche Form. Deshalb lese ich die jetzt auch nicht vor, sondern versuche die so ein bisschen zu erklären. Also in jeder dieser Matrizen summieren wir über alle Gruppen
und über alle Personen in einer Gruppe. Und was wir dann aufsummieren, ist das Produkt eines Differenzvektors mit dem Transponierten dieses Differenzvektors. Und von was genau wird jetzt die Differenz genommen? Also für die T-Matrix haben wir yij minus y quer, das heißt Datenpunkt minus Gesamtstichprobenmittel. Für die B-Matrix haben wir yi quer minus y quer, das heißt Gruppenstichprobenmittel minus Gesamtstichprobenmittel, wie die voneinander abweichen. Und für die W-Matrix haben wir Datenpunkte minus Stichprobenmittel der jeweiligen Gruppe, also yij minus yi quer. Das dann jeweils transponiert und miteinander multipliziert, aufsummiert über alle Datenpunkte. Hatten Sie eine Frage oder? Nicht? Okay. Gut, wenn wir diese Matrizen so definieren, dann gilt, dass T gleich B plus W ist. So. Es könnte Ihnen jetzt bekannt vorkommen, weil das komplett strukturgleich ist zu einer anderen Zerlegung, Varianzzerlegung, die Sie bereits kennen, nämlich zur Quadratsummenzerlegung bei linearer Regression, also zum Beispiel für die einfache lineare Regression oder für die einfaktorielle univariate Varianzanalyse. Ja, da haben Sie eventuell diese Terme so kennengelernt als Total Sum of Squares und Between Group Sum of Squares und Within Group Sum of Squares oder auch Explained Sum of Squares und Residual Sum of Squares. Und die Aussage, die man da dann immer treffen konnte, war, dass eben die Total Sum of Squares die Summe aus Explained Sum of Squares und Residual Sum of Squares ist. Und nichts anderes haben wir hier. Ja? Das heißt, wir haben sowas wie eine Zerlegung der Gesamtvarianz in unterschiedliche Varianzquellen. Wobei also ein Teil der Varianz innerhalb der Gruppen existiert und ein Teil der Varianz zwischen Gruppen. Okay, bevor wir das jetzt beweisen, zunächst dazu noch ein paar Bemerkungen. Also T, B und W sind alles M mal M Matrizen. M ist die Datendimensionalität. Das heißt, in unserem Fall, wo M gleich 2 ist, sind das 2 mal 2 Matrizen. Das sind keine riesigen Matrizen, das sind 2 mal 2 Matrizen. Und die Matrix T misst die totale Variabilität der Datenvektoren um das Gesamtstichprobenmittel. Yij minus y quer. Die Matrix B misst die Variabilität der Gruppenstichprobenmittel um das Gesamtstichprobenmittel. Yi quer minus y quer. Und die Matrix W misst die Variabilität der Datenvektoren um ihre jeweiligen Gruppenstichprobenmittel. Also yij minus yi quer. Insbesondere hier das, was B beschreibt, wird gleich wichtig werden, wenn wir die Teststatistik betrachten. So, die Matrix W wird auch als Residualvariabilität bezeichnet, weil sie gewissermaßen das oder die Variabilität quantifiziert, die übrig bleibt, nachdem man die Gruppenstichprobenmittel bereits herausgerechnet hat. Ja, also wenn Sie sich die Formel für W genauer anschauen, sehen Sie, dass hier von den Datenpunkten die Gruppenstichprobenmittel abgezogen werden und dann wird das mit dem Transponierten multipliziert. Das ist so ähnlich, wie wenn wir die Residuen quadrieren in der univariaten linearen Regression. So. Und weil gilt, wie schon angekündigt, dass W eben in Zusammenhang mit Sigma Dach steht, der Gestalt, dass W gleich Sigma Dach mal N minus P ist. Ja, dadurch verschwindet der Faktor 1 durch N minus P bei dem Parameterschätzer der Kovarianz. Okay, also die gesamte in den Daten enthaltene Kovarianz wird also zerlegt in unterschiedliche Quellen der Kovarianz. Ein Teil der Kovarianz besteht zwischen den Gruppen. Die Gruppen unterscheiden sich in den Erwartungswerten. Und ein Teil der Varianz besteht innerhalb der Gruppen. Also die Personen in der Gruppe unterscheiden sich natürlich auch in ihren Ergebnissen für die beiden gemessenen Variablen. Okay, dann schauen wir uns den Beweis dieser Aussage an. Und der funktioniert so, dass wir dafür einfach die Matrix T ausschreiben und dann versuchen, auf die Summe aus B und W zu kommen. Gut, dann schreiben wir das mal hin.
T ist also die Summe über alle i gleich 1 bis t und j gleich 1 bis n i von y i j minus y quer mal y i j minus y quer transponiert. So, wir wollen jetzt hier einen mathematischen Trick anwenden, nämlich den Trick der produktiven Null. Produktive Null bedeutet, dass wir in einer Summe oder in einer Differenz einen Term addieren und dann sofort wieder subtrahieren. Das bedeutet, dass sich der Wert dieser Summe nicht ändert, das heißt, wir können das jederzeit machen, aber eventuell sehen wir dann was, was wir vorher nicht gesehen haben. So, wenn Sie sich jetzt anschauen, was hier bereits steht, yij und y quer, und was in unserem Theorem noch vorkommt, was glauben Sie dann, welchen Term wir da jetzt addieren und subtrahieren müssen? War die Frage verständlich oder nicht? Also wir haben jetzt Matrix T und die enthält zum Beispiel die Terme yij und y quer und wir wollen einen Zusammenhang mit den Matrizen B und W herstellen. Welchen Term brauchen wir denn noch, der bisher in T nicht vorkommt? Ideen? Ja, bitte? Richtig. Richtig. Es könnte etwas bringen, wenn wir hier in dieser Summe yi quer ergänzen und dann wieder subtrahieren, weil vielleicht tauchen dann Dinge auf, die bisher noch nicht zu sehen waren. So, ich werde das jetzt mal so schreiben. Wir haben jetzt also hier zweimal diesen Differenzvektor yij minus yi quer plus yi quer minus y quer. Und dasselbe in der zweiten Klammer auch nochmal. Yij minus yi quer plus yi quer minus y quer, Klammer zu, transponiert. So, also die Idee ist hier, wir subtrahieren was und addieren es. Dadurch verändert sich der Wert nicht. Aber wenn wir jetzt weiterarbeiten, können wir gleich etwas sehen, was wir vorher noch nicht gesehen haben. Ich werde jetzt so verfahren, dass ich hier mal die Klammerung ein bisschen verändere. Das heißt, ich klammere die ersten beiden ein. Yij minus y quer und yi quer minus y quer. So, jetzt sehen wir, dass wir hier so etwas Ähnliches wie eine binomische, wie eine erste binomische Formel haben. Ja? A plus b mal a plus b transponiert. Also so ähnlich wie a plus b zum Quadrat. Also multiplizieren wir es mal auf diese Weise aus. Dann erhalten wir Summe über alle i, Summe über alle j von yij minus y quer mal yij minus y quer transponiert. Das ist gewissermaßen unser Term a Quadrat. Dann kommt plus 2 mal yij minus y quer mal quer minus y quer transponiert. Das ist unser 2 mal a mal b aus der binomischen Formel. Und dann haben wir hier noch das b zum Quadrat, das wäre also dann y quer minus y quer mal yi minus y quer transponiert. Klammer zu. So. Jetzt haben wir hier eine doppelte Summe, Summe über alle i, Summe über alle j. Und in dieser Summe wieder eine Summe, das heißt, wir können die Summe auch auseinanderziehen. Dann bekommen wir auf Folgendes. Summe i, Summe j von yij minus y quer y minus y quer transponiert. Plus, jetzt
brauchen wir das hier. 2 ist konstant, können wir also aus der Summe rausziehen. Dann steht hier 2 mal Summe i, Summe j von y, i, j minus y quer minus y quer transponiert. Und jetzt kommt noch die letzte Summe, das ist Summe i, Summe j, y i quer minus y quer minus y quer transponiert. Gut, jetzt schauen wir uns diese Formel mal genauer an und entdecken, dass wir hier schon 2 sehr interessante Dinge haben. Einmal haben wir hier vorne die Summe über alle y i minus y quer mal dasselbe transponiert. Das ist laut Theorem Entschuldigung, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Und zwar hier das i vergessen, das ist yi quer. Das heißt, wir ziehen das Stichprobenmittel der i-ten Gruppe von den Datenpunkten dieser Gruppe ab. Das ist die Residualvariabilität, w. Ja? Dann haben wir hier hinten Summe über alle i und j, yi quer minus y quer, mal dasselbe transponiert. Und das ist laut unserem Theorem die Matrix B, denn hier haben wir eine Summe von j gleich 1 bis ni von einer Sache, die nicht von j abhängt. Ja, sowohl yi quer als auch y quer hängen nicht von j ab. Das heißt, wir können, wenn wir das nj mal aufsummieren, dann haben wir das nj mal, Entschuldigung, ni mal. Und dann ist das hier die Matrix B. So, das sieht ja schon mal sehr gut aus, weil das bedeutet, dass wir jetzt nur noch das hier haben. Und wenn wir zeigen können, dass das 0 ist, dann haben wir unser Ziel erreicht, weil dann haben wir gezeigt, dass T gleich B plus W ist. Dann schauen wir uns diese Summe mal genauer an. Ich lasse jetzt den Vorfaktor 2 mal weg, den brauchen wir nicht. Wir haben hier die Summe i Summe j von y minus y quer. Entschuldigung, hier müsste auch ein y i quer stehen. Vermutlich ist der Fehler hier oben irgendwo aufgetaucht. Hier ist noch richtig. So. Y i quer mal y i quer minus y quer transponiert. So, als erstes bemerken wir, dass dieser zweite Term wieder nicht von j abhängt. Ja? Das heißt, wir können ihn aus dieser Summe über j rausbewegen. Dann haben wir hier Summe über alle i, Klammer auf, Summe über alle j, y minus y quer. Große Klammer zu und jetzt kommt hier dieses y quer, y quer transponiert, was wir aus der Summe über j rausgezogen haben. So, jetzt schauen wir uns diese Summe über j genauer an. Wir haben hier die Summe über alle Datenpunkte, von denen ihr Stichprobenmittel abgezogen wurde. Was erhält man, wenn man eine Menge von Zahlen nimmt und von diesen Zahlen den Mittelwert der Zahlen abzieht? Und dann das Ergebnis aufsummiert. Also stellen Sie sich die Zahlen 1, 2, 3 vor, ziehen Sie den Mittelwert ab und dann summieren Sie das auf, was Sie erhalten. Jemand schon eine Idee, was rauskommt? Ja? Die Distanz halt. Was meinen Sie mit der Distanz? Die Unterscheidung von die Varianz. Also auf quadriert halt die Standardabweichung. Richtig, also ja, jein. Ich habe jetzt nicht über das Quadrieren geredet, ja. Also hier, wir quadrieren hier nicht, sondern wir wollen einfach nur eine Menge von Zahlen nehmen, da den Mittelwert anziehen und dann aufsummieren. Ja, bitte. Ja, nur 1, 2, 3 als Beispiel. Ja. So läuft aus, der Mittelwert ist 2, wenn man von 1, 2 erzählt, sind minus 1 und von 2, 0, von 2, 1 und minus 1 bis 1 sind 0, also macht er 0 raus. Richtig.
Summe über eine Menge von Zahlen minus ihr Mittelwert ist 0. Und dasselbe gilt auch für Vektoren. Ja? Das heißt, man kann das hier ein bisschen genauer hinschreiben, indem man sagt, das ist die Summe über alle i j minus ni mal das Stichprobenmittel. Oder Stichprobenmittel ist ja auch 1 durch ni mal Summe über alle y i j. Dann kürzt sich das hier und hier steht Summe über alle y i j minus Summe über alle y i j. Und das ist in dem Fall der m-dimensionale Nullvektor. So. Wenn man den m-dimensionalen Nullvektor mit irgendwas anderem transponiert, mit irgendwas anderem multipliziert, zum Beispiel mit einem transponierten Vektor, erhält man die m mal m Nullmatrix. Das heißt, das hier ist die m mal m Nullmatrix und wir haben gezeigt, dass t gleich b plus w ist. Kurz zur Erläuterung, ich habe jetzt hier das ein bisschen anders gemacht als auf der Folie. Ja? Auf der Folie ist immer das ganze t ausgeschrieben. Ich habe mich ab diesem Schritt hier nur noch auf den mittleren Term konzentriert. Okay, wollen Sie eine Pause machen? Ja. Gut, dann machen wir jetzt eine kurze Pause und machen weiter um 18.19 Uhr. Okay, gut, dann machen wir weiter und kommen jetzt zur tatsächlichen Teststatistik, die wir benutzen, um unsere Nullhypothese zu testen. Und diese Teststatistik ist die Wilks-Lambda-Statistik. Nur schon mal vorneweg, ja, das ist ein großes griechisches Lambda, das ist der Großbuchstabe, der zu diesem Kleinbuchstaben gehört. Wilks-Lambda-Statistik. Und hierfür seien gegeben die Matrix B und die Matrix W aus der multivariaten Quadratsummenzerlegung der einfaktoriellen Manome, wie gerade eben eingeführt. Dann ist die Wilks-Lambda Teststatistik definiert als Determinante von W geteilt durch Determinante von B plus W. So, wir wissen, dass B plus W gleich T ist. Das heißt, man könnte hier auch schreiben, Determinante von W geteilt durch Determinante von T. Ja? Und intuitiv kann man das so ausdrücken, dass Lambda das Verhältnis von der Residualvariabilität zur Gesamtvariabilität misst. Residualvariabilität quantifiziert durch W, Gesamtvariabilität quantifiziert durch T gleich B plus W. Wir werden das jetzt nicht beweisen, aber ich kann Ihnen sagen, dass Lambda sich immer im Intervall 0 bis 1 befindet. Und die Extremwerte von Lambda ergeben sich hier wie folgt. Wenn die Stichprobenmittel y1 bis yp alle gleich sind, das heißt y1 quer gleich y2 quer und so weiter, dann sind die alle identisch mit dem Gesamtstichprobenmittel und B ist die Nullmatrix. Ja? B war, wie Sie sich erinnern können, die Differenz von μi quer minus yi quer y quer multipliziert mit dem Transponierten und wenn die Stichprobenmittel alle gleich sind, kommt da die Nullmatrix raus. Das heißt, wir haben hier Determinante von W geteilt durch Determinante von W und Lambda wird 1. Umgekehrt gilt, dass wenn die yi quer sich voneinander unterscheiden und je mehr sie sich voneinander unterscheiden, desto mehr weicht die Determinante von B plus W von der Determinante von W ab, beziehungsweise desto mehr nimmt die Determinante von B plus W gegenüber der Determinante von W zu. Das heißt, Lambda wird kleiner, nähert sich 0 an. Ja? Und das ist ganz wichtig im Kopf zu behalten. Sie kennen das vermutlich so, dass bei Teststatistiken ist es gewöhnlich so, je größer die Teststatistik ist, desto mehr spricht das gegen die Nullhypothese. Ja? Großer T-Wert, großer F-Wert heißt Ablehnung der Nullhypothese. Hier ist es jetzt andersrum. Ein großer Wert von Lambda, also 1, spricht dafür, dass die Nullhypothese realisiert ist und ein kleiner Wert von Lambda spricht dafür, dass wir von der Nullhypothese abweichen.
Wir werden allerdings gleich sehen, dass wir Lambda sowieso in andere Teststatistiken umrechnen, wo dann das gilt, was ich gerade schon gesagt habe. Das heißt, je größer die Teststatistik, desto größer die Abweichung von der Nullhypothese. Gut, wir werden uns jetzt Verteilungen der Wilks-Lambda-Statistik bzw. daraus abgeleiteter Teststatistiken anschauen. Und dafür mache ich hier einen kleinen Einschub. Also wir müssen kurz nochmal F-Verteilungen wiederholen. Ja? Eine F-Verteilung ist charakterisiert durch zwei Freiheitsgradparameter. Die werden jetzt hier N1 und N2 genannt. Später heißen die auch mal μ1 und μ2. Zwei Freiheitsgradparameter und die werden manchmal auch Zählerfreiheitsgrade und Nennerfreiheitsgrade genannt, weil bei der einfaktoriellen Varianzanalyse sie im Zähler und im Nenner der Teststatistik, nämlich der F-Statistik, vorkommen. Gut, wenn eine Zufallsvariable einer F-Verteilung folgt, dann nennen wir sie F-Zufallsvariable und schreiben das so: Xi tilde F N1 N2. Die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion einer F-Zufallsvariable bezeichnen wir mit klein f in Klammern x Semikolon N1 N2. Also der hintere Teil hier, N1, N2, gibt gewissermaßen die Parameter der Verteilung an und das x ist die Stelle, an der wir die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion berechnen wollen. Demzufolge bezeichnen wir die kumulative Verteilungsfunktion mit dem dazugehörigen Großbuchstaben, also mit Groß F von x, Semikolon N1, N2 und die inverse kumulative Verteilungsfunktion einer F-Zufallsvariable bezeichnen wir dann mit F invers x, Semikolon N1, N2. Sie werden gleich noch sehen bei den beim kritischen Wert und bei dem p-Wert, wie diese Verteilungsfunktionen dann zur Geltung kommen. Gut, hier nochmal für diejenigen, die sich jetzt nicht mehr so genau an F-Verteilung erinnern, haben wir jetzt hier beispielhafte Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen für insgesamt 6 verschiedene F-Verteilungen. Ja? Also die unterscheiden sich jetzt hier anhand ihres ersten Freiheitsgradparameters 2, 3 oder 4. Und anhand ihres zweiten Freiheitsgradparameters 13 oder 26. Und was Sie sehen können, ist, dass steigende Freiheitsgradparameter gewissermaßen die Wahrscheinlichkeitsmasse mehr in den höheren positiven Bereich verschieben. Ja? Also je höher die Freiheitsgradparameter hier sind, desto mehr wird dann die Wahrscheinlichkeitsmasse der F-Verteilung im höheren positiven Bereich liegen. Gut, jetzt kommen wir dazu, wie wir das anwenden können. Und zwar betrachten wir zuerst Verteilungen von Transformationen der Wilks-Lambda-Statistik unter der Nullhypothese für einige Spezialfälle. Und zwar Spezialfälle, in denen diese Verteilung exakt angebbar ist. Wir gehen also davon aus, dass wir eine Wilks-Lambda-Statistik gegeben haben für das Modell der einfaktoriellen Manöver und dass die Nullhypothese erfüllt ist. Das heißt, dass alle Gruppenerwartungswerte gleich sind. Dann gibt es einige Spezialfälle, unter denen wir die Wilks-Lambda-Statistik in eine Teststatistik umrechnen können. Das ist hier die dritte Spalte der Tabelle. Und unter denen diese Teststatistik dann einer F-Verteilung folgt, mit den Freiheitsgradparametern, die hier in der vierten Spalte der Tabelle angegeben sind. Ja? Und wie genau diese Spezialfälle charakterisiert sind, steht in den ersten zwei Spalten der Tabelle. Also, wenn wir beispielsweise den Fall haben einer beliebigen Datendimension, also M kann beliebig viele Variablen sein, die wir gemessen haben, und einer Gruppenanzahl 2, in Klammern, das ist das Szenario des 2-Stichproben-T-Quadrat-Testes, dann ergibt sich die Teststatistik so wie hier angegeben, in der dritten Spalte der ersten Zeile, und die Verteilungsparameter wären m und n-p minus m plus 1. So. Wenn, um jetzt mal einen anderen Spezialfall aufzugreifen, unsere Datendimension 1 ist, das heißt wir tatsächlich univariate Daten analysieren, und die Gruppenanzahl beliebig, dann können wir Wilks Lambda so umrechnen, wie es hier in der dritten Zeile steht. Und dann sind die F-Verteilungsparameter p-1 und n-p. Das könnte Ihnen bekannt vorkommen, p-1 und n-p, weil das sind nämlich die Freiheitsgradparameter für die einfaktorielle Varianzanalyse, die univariate Varianzanalyse. Und
Das ist also hier ein Spezialfall. Allerdings ist auch unser Anwendungsbeispiel noch durch diese Spezialfälle abgedeckt, weil wir haben nämlich den Fall der Datendimension 2 und einer beliebigen Gruppenanzahl, in unserem Fall 3 Gruppen. Das heißt, es wäre hier die letzte Zeile der Tabelle. Und in dem Fall könnten wir auch die hier angegebene Transformation benutzen und die F-Verteilungsparameter, um die Nullhypothese inferenzstatistisch zu testen. Und wie wir das machen, kommt gleich noch. Das sind also Spezialfälle von Verteilungen für die Wilks-Lambda-Statistik. Deshalb ist die auch benannt nach Samuel Wilks. Das ist dieses Paper aus dem Jahr 1932. Und wir haben jetzt hier eine Simulation, mit der wir das Theorem validieren. Ja? Also Sie sehen, auf der linken Seite ist die Datendimension m gleich 3 und die Gruppenanzahl ist einmal 2 und einmal 3. Das ist also die erste und die zweite Zeile von der Tabelle auf der vorherigen Folie. Und auf der rechten Seite ist hier die Gruppenanzahl p gleich 4 und die Datendimension ist 1 oder 2. Das sind also die dritte und die vierte Zeile der Tabelle auf der vorherigen Folie. Und was jetzt hier gemacht wurde, ist, dass ein einfaktorielles MANOVA-Modell mit den entsprechenden Parametern aufgesetzt wurde. Es wurden wiederholt Realisierungen generiert aus diesem Modell, die Parameter geschätzt, die Multivariat-Quadratsummenzerlegung durchgeführt, die Wilks-Lambda-Statistik ausgerechnet, die Wilks-Lambda-Statistik umgerechnet in eine Teststatistik und dann die Verteilung der umgerechneten Teststatistik durch ein Histogramm visualisiert. Ja, das sind hier diese grauen Balken. Und was jetzt in Orange darüber gelegt ist, ist die durch das Theorem vorhergesagte Verteilung der Teststatistik. Das heißt, wir sehen, dass in unserer Simulation das Theorem stimmt und dass die Verteilung der Teststatistik präzise vorhergesagt werden für diese Spezialfälle. Gut. Aber diese Spezialfälle decken natürlich nicht alles ab. Ja? Es könnte beispielsweise sein, dass unsere Datendimension 3 ist, wir messen 3 Variablen, und unsere Gruppenanzahl 4, wir messen 4 Gruppen. Dann könnten wir keinen dieser Spezialfälle mehr verwenden. Und in dem Fall benutzt man approximative Verteilungen der Wilks-Lambda-Statistik unter der Nullhypothese. Und das ist Gegenstand dieses Theorems hier. Also gegeben seien wieder die Wilks-Lambda-Statistik und wir gehen davon aus, dass die Nullhypothese vorliegt. Dann definieren wir die Teststatistik Tau. Und Tau ist eine Funktion von Lambda, von μ1 und μ2, die hier in Gleichung 16 angegeben sind, und von t, das hier zusammen mit w in Gleichung 17 angegeben ist. Ja? Sie sehen, nur kurz zur Klärung, das hier ist ein kleines griechisches nü. Das sieht also leider auch schon wieder so aus wie ein deutsches V, oder lateinisches V, besser gesagt. So ähnlich wie das griechische Y. Das ist aber kein V, das ist ein griechisches Nü. Und das große griechische Nü sieht aus wie unser N. So. Übrigens, wenn Sie mal nach Griechenland fahren und Sie das griechische Alphabet im Kopf haben, dann werden Sie merken, dass Sie dort alle Schilder lesen können. Ja? Also, wenn Sie das griechische Alphabet lernen, dann können Sie die griechischen Schilder lesen. Sie können sie nicht verstehen, aber Sie können Schilder lesen. Das ist schon cool. Okay, so. Unter dieser Voraussetzung, Sie brauchen meist die Großbuchstaben übrigens, ja? Also unter dieser Voraussetzung, dass wir dieses Tau, dieses Nü1, Nü2, dieses W und dieses T haben, gilt dann, dass die Teststatistik Tau approximativ F verteilt ist mit den Freiheitsgradparametern Nü1 und Nü2. Wobei sich Nü1 und Nü2 eben aus verschiedenen Größen hier ergeben, zum Beispiel der Datendimension M, der Anzahl der Gruppen P und noch anderen Parametern wie der Stichprobengröße, die hier durch N und K zum Beispiel in W vorkommt. Okay, das ist eine approximative
Verteilung der Teststatistik geht zurück auf Rao, dieses Paper hier von 1951. Und approximativ heißt dabei, dass wenn wir unendlich viele Datenpunkte hätten, diese Verteilung exakt stimmen würde. Ja? Wir haben aber in der Realität nie unendlich viele Datenpunkte, sondern wir haben immer endlich viele Datenpunkte. Und dann gilt diese Verteilung eben nur näherungsweise. Okay. Auch dazu schauen wir uns gleich wieder Simulation an, aber zuvor nochmal kurz zum Verhältnis von Tau und Lambda. Also dieses Tau ist jetzt, wie gesagt, eine richtige Teststatistik. Je größer sie ist, desto stärker die Abweichung von der Nullhypothese. Ja? Für größer werdendes Lambda wird Tau kleiner, beziehungsweise für kleiner werdendes Lambda wird Tau größer. Und wie also Tau hier mit kleiner werdendem Lambda wächst, unterscheidet sich dann nochmal danach, was hier jeweils die Datendimension, die Gruppenanzahl und die Anzahl der Personen pro Gruppe ist, also M, P und K. Okay, jetzt hier auch wieder die Simulation. Wir sehen, auf der linken Seite haben wir die Datendimensionalität M gleich 3 mit den Gruppenanzahlen 4 und 9. Und auf der rechten Seite haben wir die Gruppenanzahl 4 mit den Datendimensionen 4 und 9. Und wie Sie sehen, wird auch hier wieder die empirisch gewonnene oder aus Simulationen gewonnene Verteilung der Teststatistik, die als Histogramm geplottet ist, durch die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der F-Verteilung approximativ gut beschrieben. Man kann hier unten rechts so ein bisschen erahnen, dass es hier schon zu ersten Abweichungen kommt, wenn beispielsweise die Gruppenanzahl oder die Datendimensionalität besonders hoch ist. Ja? Und dann, das ist eben damit gemeint, dass die Teststatistik approximativ F-verteilt ist. Aber für hinreichend große Stichproben wird die Approximation immer noch so gut sein, dass der Test seine günstigen Eigenschaften behält. Und zu dem Test kommen wir jetzt. Das ist also dieser hier, ein statistischer Test, der auf Wilks Lambda-Teststatistik basiert. Gegeben seien also das Lambda bzw. das daraus berechnete Tau. Und die Verteilungsparameter μ1 und μ2, wie wir sie oben definiert haben. Dann definieren wir den Test als einen Test, der auf einem kritischen Wert k basiert. Der Test heißt phi und der Test soll den Wert 1 annehmen, wenn tau den kritischen Wert überschreitet. Und der Test soll den Wert 0 annehmen, wenn tau kleiner gleich der kritische Wert ist. So. Dieses in Klammern groß Y hier hinter dem Phi, übrigens, das kann ich auch dazu schreiben, kleines Phi, großes Phi. Kleines Phi gibt es auch so manchmal. Müssen Sie aber nicht wissen, wenn Sie die Straßenschilder in Griechenland lesen wollen. Dieses in Klammern groß Y hier soll also die Abhängigkeit von den Daten andeuten. Ja? Wir treffen unsere Entscheidungen immer auf Grundlage der erhobenen Daten. Und wir treffen die Entscheidung so, dass wir die Nullhypothese ablehnen, wenn Tau größer als der kritische Wert ist. Aber was ist jetzt der kritische Wert? Wie legen wir den kritischen Wert fest? Damit befasst sich hier die nächste Aussage, Gleichung 19. Und zwar besagt die, dass Phi genau dann ein Level-Alpha-0-Test ist, das heißt ein Test mit dem Testumfang Alpha-0, zum Beispiel Signifikanzlevel 0,05, wenn der kritische Wert durch K-Alpha-0 gegeben ist, wobei K-Alpha-0 sich ergibt, indem man 1 minus Alpha-0 in die inverse kumulative Verteilungsfunktion einsetzt, mit den Freiheitsgradparametern μ1 und μ2. Das ist Testumfangskontrolle. Alternativ kann man natürlich auch einen P-Wert berechnen. Ja, P-Wert kleiner 0,05 ist sehr schön. Und der P-Wert, den berechnet man, indem man die Wahrscheinlichkeit berechnet, dass die Teststatistik genauso extrem oder extremer ist als der Wert, den wir tatsächlich beobachtet haben. Und dieser Wert ist hier mit Tau tilde bezeichnet. Diese Wahrscheinlichkeit kann man dann berechnen, indem man Tau tilde in die kumulative Verteilungsfunktion einsetzt und das von 1 subtrahiert.
So, dieses Theorem könnte man jetzt auch wieder mit einer Simulation validieren, indem man wiederholt Realisierungen aus dem Modell generiert, sich bis zu den p-Werten durcharbeitet und dann schaut, ob der Test seine gewünschten Eigenschaften behält. Das machen wir jetzt aber nicht, sondern wir werden dieses Theorem stattdessen beweisen. Und das geht wie folgt. Also wir fangen mal mit dem Testumfang an. Nochmal kurz zur Erinnerung. Testumfangkontrolle bedeutet, dass wir den kritischen Wert eines Tests so festlegen wollen, dass unser Test eine bestimmte Falsch-Positiv-Rate einhält. Ja? Also wir wollen den kritischen Wert so festlegen, dass wir zum Beispiel nur in 5% der Fälle, in denen die Nullhypothese wahr ist, sie fälschlicherweise ablehnen. Das ist Testumfangkontrolle. Und mathematisch ist es so, dass ein Test Phi dann ein Level-Alpha-Null-Test ist, wenn die Testgütefunktion, das heißt die Funktion, die die Wahrscheinlichkeit angibt, dass der Test den Wert 1 annimmt, für alle Werte in der Nullhypothese, die bezeichne ich jetzt hier als Null, kleiner gleich Alpha 0 ist. Also kleiner gleich dieses Signifikanzlevel, von dem wir wollen, dass unser Test es hat. Wobei μ0 jetzt also hier irgendein Wert sein soll, so dass alle μ1 bis μp gleich μ0 sind. In dem Fall würde die Nullhypothese vorliegen. Ja? So, jetzt können wir unter der Voraussetzung, dass die Nullhypothese vorliegt, die Testgütefunktion ausschreiben. Testgütefunktion ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Test den Wert 1 annimmt. Und das ist, wie wir wissen, aus vorheriger Folie, die Wahrscheinlichkeit, dass Tau größer ist als der kritische Wert, weil genau dann wollen wir die Nullhypothese ablehnen. So. Diese Wahrscheinlichkeit können wir aber berechnen, die ergibt sich nämlich aus der kumulativen Verteilungsfunktion der F-Verteilung. Und zwar gibt uns die kumulative Verteilungsfunktion der F-Verteilung von K mit den Freiheitsgradparametern die Wahrscheinlichkeit, dass Tau kleiner gleich K ist. Wir wollen hier aber wissen, die Wahrscheinlichkeit, dass Tau größer K ist, also ziehen wir das Ganze noch von 1 ab. Gut, das ist das, was in Gleichung 21 steht. Jetzt nehmen wir an, K sei K Alpha 0, also der Wert, von dem im Theorem behauptet wird, dass er die Testumfangkontrolle garantiert. Dann schreiben wir mal die Testgütefunktion für dieses K Alpha 0 hin. 1 minus f von K Alpha 0, μ 1 minus 2. So, was war jetzt K Alpha 0? Steht hier in Gleichung 19. Dann setzen wir das hier einmal ein, dann haben wir hier 1 minus f, Klammer auf, f univers, Klammer auf, 1 minus Alpha 0, Semikolon μ 1 minus 2, Klammer zu, Semikolon μ 1 minus 2. So, jetzt schauen wir uns diese zweite Sache hier mit f invers mal genauer an. Im Grunde genommen haben wir hier eine Funktion und dann nochmal ihre inverse Funktion und dann ein Funktionsargument, nämlich 1 minus Alpha 0. Man kann sich also fragen, was ist das Ergebnis von Wurzel aus x Quadrat? Wurzel aus x Quadrat ist gleich? x. Oder alternativ, was ist das Ergebnis von e hoch ln x? E hoch ln x ist auch x, weil die Exponentialfunktion die Umkehrfunktion des natürlichen Logarithmus ist. Und die Wurzel ist die Umkehrfunktion des Quadrierens. So, allgemein können wir also schreiben, wenn wir eine Funktion haben und die mit dem Inversen dieser Funktion verknüpfen, das heißt, wir berechnen f von f invers von x ist das Ergebnis davon x. Ja? Umkehrfunktion. So. Dieselbe Situation haben wir hier auch. F invers und dann 1 minus Alpha 0, wobei die Freiheitsgradparameter jeweils die gleichen sind. Das heißt, das Ergebnis hier ist 1 minus Alpha 0. Dann steht hier noch 1 minus Alpha 0. Nein, Entschuldigung. 1 minus in Klammern 1 minus Alpha 0. Und das ist Alpha 0. Wir haben also gezeigt,
dass unter der Null-Hypothese die Testgütefunktion den Wert Alpha 0 annimmt und damit ist diese Bedingung hier erfüllt, dass nämlich die Testgütefunktion unter all diesen Bedingungen kleiner gleich Alpha 0 sein soll. Gut, dann kommen wir zum p-Wert. Und der p-Wert ist, wie Sie wissen, nach Definition das kleinste Signifikanzlevel, bei dem man die Nullhypothese gerade noch ablehnen würde. Ja? Also Sie berechnen normalerweise kritische Werte mit dem Signifikanzlevel Alpha 0, aber eventuell hätten Sie ja auch einen höheren kritischen Wert benutzen können für einen konkreten Datensatz und diese Nullhypothese trotzdem noch ablehnen können. Das ist eine Aussage, die wir mit dem p-Wert treffen können. Das heißt, der p-Wert ist das kleinste Signifikanzlevel, sodass wir die Nullhypothese ablehnen würden. Mit anderen Worten, der p-Wert ist das kleinste Alpha 0, sodass tau tilde, also unsere tatsächlich beobachtete Teststatistik, größer gleich der kritische Wert ist, den wir mit Alpha 0 berechnen würden. Das ist f invers von 1 minus Alpha 0, mu 1, mu 2. Richtig. Und jetzt stellen wir diese Gleichung mal ein bisschen um. Das heißt, wir wenden zunächst mal auf beide Seiten die, ich versuche das jetzt mal hier so darzustellen, wir wenden jetzt auf beide Seiten zunächst mal die kumulative Verteilungsfunktion der F-Verteilung an. Dann steht hier F von tau tilde größer gleich f von f invers 1 minus Alpha 0 mu 1 mu 2 Klammer zu mu 1 mu 2. So, auf der linken Seite haben wir hier die kumulative Verteilungsfunktion an der Stelle tau tilde. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass tau kleiner gleich tau tilde ist. Weil das ist die Definition der kumulativen Verteilungsfunktion. Die gibt uns die Wahrscheinlichkeit an, dass eine Zufallsvariable kleiner gleich ein bestimmter Wert ist. Und hier auf der rechten Seite haben wir wieder dasselbe wie eben. Funktion verknüpft mit ihrer Umkehrfunktion, hebt sich auf, ergibt das Argument. Das heißt, hier steht 1 minus Alpha 0. Gut. Jetzt können wir das noch ein bisschen umstellen. Dann steht hier Alpha 0 größer gleich 1 minus Wahrscheinlichkeit tau kleiner tau tilde. Aber 1 minus Wahrscheinlichkeit tau kleiner tau tilde ist dasselbe wie Wahrscheinlichkeit von tau größer tau tilde. Ja? Das hier tau kleiner gleich tau tilde und das hier tau größer tau tilde sind sich gegenseitig ausschließende Ereignisse, die zusammen den kompletten Parameterraum abdecken. Das heißt, diese beiden Wahrscheinlichkeiten ergeben zusammen 1. Demzufolge können wir so umformen. Und Alpha 0 ist größer gleich diese Wahrscheinlichkeit. So, jetzt fragen wir uns, was ist das kleinste Alpha 0, was diese Ungleichung erfüllt? Naja, natürlich Alpha 0 ist gleich Wahrscheinlichkeit, dass die Teststatistik größer ist als der tatsächlich beobachtete Wert der Teststatistik. Und das wiederum kann man rechnen unter Gebrauch der kumulativen Verteilungsfunktion. Wir werden auch gleich noch eine Abbildung dazu sehen. Das ist dann f von tau tilde mit den Freiheitsgradparametern mu 1 und mu 2. Gut, das war die Herleitung für den p-Wert. Jetzt hier nochmal eine Visualisierung dazu. Ja? Also ich fange mal auf der rechten Seite an. Was wir hier auf der rechten Seite sehen, ist die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Teststatistik tau unter der Nullhypothese. Das heißt, welche Werte der Teststatistik, gegeben, dass die Nullhypothese, dass alle Gruppenerwartungswerte gleich sind, wie wahrscheinlich auftauchen werden. Die werden also größtenteils hier so in diesem Bereich liegen, wo die meiste Wahrscheinlichkeitsmasse konzentriert ist.
wir wollen jetzt einen kritischen Wert bestimmen, k alpha 0, sodass die Wahrscheinlichkeit unter der Nullhypothese einen größeren Wert für tau zu erhalten als diesen Wert relativ klein ist. Ja? In der Regel 0,05. Wir wollen also einen Wert k alpha 0 bestimmen, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass tau größer ist als dieser Wert, 5% ist. Wie machen wir das? Wir brauchen dazu die kumulative Verteilungsfunktion. Weil die kumulative Verteilungsfunktion, hier auf der linken Seite, ist die Funktion, die uns angibt, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass tau einen Wert kleiner gleich einem bestimmten Wert annimmt. Also wenn wir beispielsweise hier die kumulative Verteilungsfunktion an der Stelle 1,5 berechnen, wäre das das Integral über die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion bis zur Stelle 1,5. So, was kommt da raus? Ungefähr 0,8. Das heißt, 80% der Wahrscheinlichkeit von tau unter der Nullhypothese liegen hier so. Gut. Wie finden wir jetzt diesen kritischen Wert? Naja, wir müssen in die kumulative Verteilungsfunktion gehen. Wir wollen, dass hier hinten höchstens die Wahrscheinlichkeit Alpha 0 liegt, als zum Beispiel 0,05. Das heißt, wir gehen hier auf der y-Achse zu der Stelle 1 minus Alpha 0, zum Beispiel 0,95, gehen dann rüber bis zur kumulativen Verteilungsfunktion, nach unten, und das gibt uns den kritischen Wert k Alpha 0, für den dann gilt, dass die Wahrscheinlichkeit, einen größeren Wert als diesen kritischen Wert zu erhalten, 5% ist. Ja? Idee dahinter ist, dass, wenn das die Verteilung der Teststatistik unter der Nullhypothese ist, dass es dann ziemlich unwahrscheinlich ist, besonders große Werte zu erhalten, die also hier nur mit 5%iger Wahrscheinlichkeit auftauchen. Und dass, wenn die auftauchen, das ein guter Grund ist, die Nullhypothese zu verwerfen. Das ist immer die Idee hinter einem Hypothesentest. Wie wahrscheinlich ist es, solche Werte zu erhalten unter der Nullhypothese? Und wenn wir jetzt einen Wert erhalten, von dem wir wissen, es ist sehr unwahrscheinlich eigentlich unter der Nullhypothese, dass er auftritt, spricht das gegen die Nullhypothese und wir werden die Nullhypothese ablehnen. Okay. Wie ist jetzt also das praktische Vorgehen? Zusammenfassung. Man nimmt an, dass ein vorliegender Datensatz von P-Gruppen mit mehreren Personen, die jeweils durch m-dimensionale Datenvektoren charakterisiert wurden, gemessen wurden, dass alle diese Datenvektoren Realisierungen aus der Verteilung, aus der multivariaten Normalverteilung mit dem Erwartungswert Parameter μi und Sigma sind. Wobei das μi und das Sigma natürlich unbekannt sind. Man möchte dann entscheiden, ob die Nullhypothese, dass alle μi's über die Gruppen hinweg gleich sind, eher zutrifft oder eher nicht zutrifft. Wie geht man dazu vor? Man wählt ein Signifikanzniveau und bestimmt den dazugehörigen kritischen Wert k alpha 0, der zusätzlich zu dem Signifikanzniveau alpha 0 auch noch von den Freiheitsgradparametern μ1 und μ2 abhängt. Hier im dritten Stichpunkt ist eine Beispielrechnung für Alpha 0 gleich 0,5, m gleich 3, p gleich 4, k gleich 15, kommt man also auf einen kritischen Wert 1,95. So, dann wendet man sich den tatsächlich erhobenen Daten zu, berechnet die Wilks-Lambda-Statistik, sowie zusammen mit m, p und k den realisierten Wert der Teststatistik, der dann als Tau-Tilde bezeichnet wird. Wenn tau tilde größer ist als der kritische Wert, lehnt man die Nullhypothese ab. Andernfalls lehnt man die Nullhypothese nicht ab. Dann kann man keine weiteren Aussagen treffen. Und diese statistische Theorie, die wir jetzt hier in Form von Theoremen ausgedrückt haben, die wir nicht bewiesen haben, aber die wir mit Simulationen validiert haben, garantiert dann, dass wir, wenn wir dieses Verfahren anwenden, in höchstens Alpha-0% Fällen die Nullhypothese fälschlicherweise ablehnen. Das heißt also, wenn wir uns an dieses Verfahren halten und unsere Modellannahmen korrekt sind, dann werden wir im Mittel in höchstens, also auf lange Sicht, in höchstens 5 von 100 Fällen die Nullhypothese ablehnen, obwohl sie eigentlich stimmt.
wenn unser Signifikanzniveau Alpha 0 gleich 0,5 war. 0,05, Entschuldigung. So, und wenn man möchte, kann man zuletzt noch den P-Wert berechnen, der sich also gibt als die Wahrscheinlichkeit, dass die Teststatistik größer ist als die tatsächlich beobachtete Teststatistik. Und die kann man berechnen, indem man Tau tilde in die kumulative Verteilungsfunktion der F-Verteilung einsetzt und das Ganze dann von 1 abzieht. Gut. Gibt es noch Fragen? Okay, dann wollte ich Ihnen noch kurz sagen, dass ich hier noch so einen Abschnitt Zusammenfassung eingefügt habe, in dem ich versucht habe, dieses Schema vom Beginn nochmal aufzugreifen. Das heißt, die Einteilung der Datenanalyseverfahren, je nachdem, wie viele Gruppen wir haben, ob es univariate, multivariate, abhängige Variablen sind. Und dazu dann aufgeschrieben habe, was im jeweiligen Szenario unsere Daten sind, von welchen Modellen wir ausgehen, was die Nullhypothesen in unserem statistischen Test sind, wie sich die Teststatistiken berechnen und ganz wichtig, wie die Teststatistiken dann verteilt sind. Ja? Eventuell könnte Ihnen das helfen, diese ganzen Zusammenhänge zu verstehen, das heißt zu sehen, wie generalisiert jetzt die multivariate Manova von Univariaten auf multivariate abhängige Variablen oder wie generalisiert sie von 2-Stichproben T-Quadrat-Test auf mehr als 2 Gruppen. Und falls es Ihnen nicht hilft, dann ist es zumindest auch ein nützliches Manual, um die eine oder andere Formel mal nachzuschlagen. Okay. Haben sich jetzt in den letzten 60 Sekunden nochmal Fragen ergeben? Sagen Sie nicht, ich hätte Ihnen keine Gelegenheit für Fragen. Gut, dann sehen wir uns nächste Woche ein letztes Mal in der Vorlesung zum Thema kanonische Korrelationsanalyse. Ja?